Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video auf besondere Nachfrage, speziellen Wunsch von meinem Kollegen Pogo Jimmy. Hat auch einen Kanal. Und ist einer meiner härtesten Rivalen. Oder zumindest gewesen, weil eigentlich gibt es sowas nicht mehr. Ihr wisst, letzten Sommer, da ging es echt ab. So zwischen 30 und 50 Millionen. Der Konkurrenzkampf war so hart, richtig krass. Mit allen Leuten. Wie viel EP kann man schaffen, dies, das. Das war echt geiler Sommer. Seitdem kaum noch jemand, den ich als Konkurrent bezeichnen würde. Das soll jetzt nicht falsch klingen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier oben bin und keiner mir das Wasser reichen kann. Außer ein Barkeeper. Ich glaube, so geht die Line von Kusawasch. Auf jeden Fall, Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall gestorben. Der Kampf, der Wettbewerb um die EP ist eigentlich ziemlich tot. Die meisten, die ich kenne, spielen entweder gar nicht mehr, also von den damaligen Konkurrenten, spielen entweder gar nicht mehr oder kümmern sich kaum noch um die EP. Ich persönlich, wie ihr wisst, momentan auch eher nicht. Auf dem Weg zu den 100 Millionen, aber eher langsam. Ein paar Konkurrenten habe ich noch, die jetzt langsam aufgeholt, eingeholt, überholt haben sogar. Aber das ist jetzt auch vollkommen egal eigentlich. Auf jeden Fall. Was hat sich mein Kollege gewünscht, dass ich die ganzen Medaillen zeige? Wir hatten mal damals ein Vergleichsvideo, wo wir die ganzen Statistiken Medaillen gezeigt haben. GPS Drift. Okay. Damals mit Julian und ein paar anderen Level 40er Kollegen. Andy, Pascal, Birgit war am Start. War ganz cool. Check das Video nochmal ab. Das war Sommer letztes Jahr. Ja, noch nicht ganz ein Jahr her. Und seitdem habe ich die Medaillen, eigentlich zeige ich die immer in den Livestreams, aber die schaut nicht jeder an. Solltet ihr aber machen, schaut vorbei bei den Livestreams, da zeige ich die eigentlich regelmäßig. Aber wie gesagt, in den Videos habe ich das schon lange nicht mehr gemacht und aufgrund der Nachfrage von ein paar Konkurrenten, die wenigen, die noch übrig sind, meine ganzen Medaillen, die Statistiken, wie viel Gold Arena ich habe, wie viel EP, habt ihr ja gerade gesehen, kurz vor 83 Mille. Und ja, fangen wir mal an. 83 Mille, 4x Level 40. Auf dem Weg zu 100, hier unten alles Gold, also hier unten sollte eigentlich jeder alles Gold haben. Früher Drache die schwierigste, aber jetzt die ganzen legendären Drachen und Dratini C-Day. Ich entwickle momentan sogar Dratinis für EP, weil ich so viele Bonbons habe. Und die will ich auf jeden Fall noch auf 1000 machen. Wo ich da echt reinhauen muss eigentlich mit Latias, aber vielleicht dann bei Latios. So, hier fast 70.000 normale gefangen. 1500 Kampf. Ist jetzt auch viel leichter geworden als früher. Früher musste man speziell zu Kampfnester Macholo oder Mankey. Und jetzt bei bestimmtem Wetter überall zu finden Macholos, Makuhitas. Was ist das? Flug fast 50.000. Gift 20.000. Gift auch fast überall immer. Von Leo ist Gift. Aber Boden. Boden war früher auch echt selten. Ich weiß noch, ich habe sogar ein Rihon-Nest abgefarmt, um die Medaille voll zu machen damals. Das war schon ewig, das war Winter 2016. Gestein, Kleinstein jetzt auch echt überall bei dem richtigen Wetter. Käfer, fast 20.000. Geist, 3.500. Wir hatten jetzt zwei Halloween-Events. Schuppet eigentlich überall immer. Stahl, Stahl war früher auch richtig schwer, ich erinnere mich noch. Früher gab es nur Magnetilo. Aber jetzt Magnetilo echt überall. Und es gibt auch noch so viele andere. Dollos, Stoll Junior, Panzergon, Tanzer, ein paar neue, also Flunkiefer auch. Stahl echt häufig geworden, ihr seht es, 1200. Feuer, Feuer war auch echt schwierig. Das war Dezember 2016, erstes Glumanda Nest, habe ich die Medaille voll gemacht und jetzt habe ich einfach 3305. Wasser 20.000, Gras, Pflanze über 4000, Elektro 3,5. Fast 3,6. Psycho, fast 12.000. Eis, Oida. Also Eis war früher auch schwierig. Das war, glaube ich, die drittletzte. Also die letzte war Drache. Davor war Stahl. Und dann Eis. Eis war eigentlich auch richtig selten. Und ihr seht hier fast 3.000. Also es sind so viele Eis-Pokémon gekommen. Ich weiß gar nicht welche, aber es sind viele gekommen anscheinend. Drache hatten wir. Unlicht, natürlich.
passend dazu, zu Unlicht, 666. Alter, was für ein Zufall. Bisschen creepy. Fee, fast 4000. Und das war's von den Typen. Buddy, momentan. Godan, ihr wisst, ich versuche einen zweiten Godan hochzuziehen für Blitzer Solo Raid. Falls Blitzer mal wiederkommt. Momentan ist er ja nicht verfügbar. Arenen können wir auch kurz abchecken. Machen wir mal nach Points wahrscheinlich. So, das sind die ganzen Arenen hier in meiner Umgebung. Die habe ich ja schon lange. Das sind so 8 oder 9. Und dann habe ich halt noch 8 oder 9 von Parsing. Weil wir halt da bei den Events oft sind und ich da eine Weile gearbeitet habe. Das sind so eigentlich die einzigen Gold-Arenen, die ich habe. Hier und Parsing. Und dann halt jetzt bei der neuen Arbeit unter Föhring habe ich bereits 3 auf Gold gemacht. Historisches Museum. Gemeindehaus, Pfarrhaus. Gemeindepfarrhaus, nicht Gemeindehaus. So, und Kirche St. Valentin. Und da habe ich jetzt dann 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arenen, die demnächst noch Gold werden. Wird wahrscheinlich noch einen Monat oder so dauern. Ich bin seit 2 Monaten dort. Und einen Monat, denke ich mal, wird es noch dauern. Bis zumindest die meisten. Wahrscheinlich die zwei. Die zwei letzten brauchen wahrscheinlich ein bisschen länger als einen Monat noch. Und dann war es das erstmal mit Gold Arenen. Dann hätte ich Moment, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 habe ich momentan. Und 24, 27, 29 könnte ich machen. Danach hätte ich eigentlich dann keine Arena mehr in der unmittelbaren Nähe, die ich auf Gold machen würde. Und gesamt 704 Arenen gedreht. Prag habe ich ein paar, Oberhausen, Italien war ich. Sonst nur München. War ich sonst irgendwo anders? Ich glaube nicht. Dann kommen wir zu den anderen Medaillen. Da haben wir erstmal 2 spezielle von den Safari-Zonen, obwohl ich bei jeder war. Aber bei einer habe ich leider keine Medaille bekommen. Da waren wir nur scannen, das war Prag. Erste natürlich Oberhausen. Die habe ich sogar legal bekommen. Mit dem Ticket. Check das Video nochmal ab. Und hier, da habe ich vom Kollegen, einem Zuschauer, Shoutout an dich, sein Ticket bekommen. Habe es ein bisschen gefotoshoppt. Und dann hat es funktioniert. Habe ich die Safari-Zone, die Einladung, alles bekommen, das Ticket. So. Dann gelaufen bin ich 6200 Kilometer. 150 Pokémon gefangen, natürlich. Es fehlt noch Tauros. Hoffentlich kommt demnächst mal ein Event zu Tauros. Weil die haben echt jedes Regionale von Gen 1 ausgehauen. Und auf einmal bei Tauros hören sie auf. 121.103 Pokémon gefangen. Auf die Statistik bin ich ziemlich stolz, also das sind schon echt eine Menge. Vor allem, wenn man jetzt so bedenkt, die meisten Spieler, die gleich viele EP haben wie ich oder sogar mehr oder um den Dreh herum, die haben die 100.000 noch nicht mal geknackt, weil sie die ganzen EP durch die Raids gemacht haben. Und ich muss das eigentlich nicht immer runter machen, ich kann einfach so rüberschieben. Entwicklung 21.000, gebrütet fast 2.000, ich brüte nicht viel im Vergleich zu anderen Leuten, die reincashen. Aber natürlich im Vergleich zu allen anderen Spielern immer noch überdurchschnittlich. Und von denen 1922 kein einziger 100er. Dann über 100.000 Stops gedreht. Ich verstehe immer noch nicht, wie es Leute gibt, die mehr gedreht haben als gefangen. Aber okay. 422 Carpadore, XL Carpadore. Dann gekämpft. 14.200 ungefähr. Ich hatte zwischen 4.000 und 6.000, bevor ich im Parsing angefangen habe, weil ich da genau zwischen 2 Arenen gearbeitet habe. Und da ging es natürlich auch mit der Kampfmedaille. Und seitdem ich dort nicht mehr arbeite, gibt es auch nicht viel Fortschritt da. Leider. Ups, jetzt habe ich wieder auf X gedrückt. So, trainieren. Ihr wisst, trainieren gibt es schon lange nicht mehr. Das alte Arena-System ist weg und seitdem gibt es auch kein Trainieren. Ein paar haben die Medaille nicht auf Gold, das tut mir leid für euch. Dann, auch eine Medaille, die ich ziemlich hoch habe, was nicht jeder hat. Und zwar kleine Radfratz, 1807. Ich habe auch keine Ahnung, wieso ich so viel habe. Ich habe gehört, das sind überdurchschnittlich viele. Und natürlich
Zu allen Medaillen und Statistiken könnt ihr eure eigenen Werte unten in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, wie viel ihr da so bei Radfahrts habt. Pikachu 821, Kanto Event, da kamen auch viele Pikachu. Hab versucht, die auf 1000 zu machen, aber so viele Pikachu kamen da noch nicht. Johto, eigentlich alles am Start, außer Corazon, Farbigel, Scaraborn und Celebi. Das sind, glaube ich, die einzigen vier, die fehlen. Gefüttert 24.244. Dann Verteidigungsstunden. Das ist echt wenig. Liegt aber auch dran, dass ich echt nicht lange in den Arenen sitze. Was eigentlich gut ist, so kriege ich täglich mein Gold, aber die Arenen hier sind echt hart umkämpft. Ich bleibe maximal einen Tag, nicht mal einen Tag. Dementsprechend habe ich da echt wenig. Ich habe viele gesehen, die haben 60, 80, 90.000. Auch viele über 100.000 bereits. Also 17.000 ist echt low. Obwohl ich da täglich meine Arenen mache. Bleib halt echt nicht lang drin. Höhenregion 114. Da fehlen noch viele Pokémon. Das einzige, was mir fehlt, was ich noch entwickeln kann, ist Milotic. Ansonsten fehlen halt die ganzen Sachen, die es noch gar nicht gibt bei uns. Und die regionalen. Incognito. 14 von 26. Ich hatte mal mehr. Also, na, ich hatte nicht mehr als 14, aber ich hatte mal eine ziemlich hohe Anzahl. Aber seit einer gewissen Zeit hat sich da nichts mehr geändert. Maps sind momentan down. Aber auch während die Maps liefen, kamen irgendwie keine neuen Incognitos rein. Also die kamen echt schon lange nicht mehr. Und es kam auch schon lange kein Event mehr, wo es irgendwelche neuen Buchstaben gab. Zumindest nicht hier in Deutschland. Ihr wisst ja, diese ganzen komischen Events, die gar nichts mit Pokémon zu tun haben. Irgendwelche Gaming- und Technik-Events, wo einfach Buchstaben rausgehauen werden. Aber wie gesagt, leider nichts in Deutschland. Vielleicht, keine Ahnung, Gamescom vielleicht. Wobei letztes Jahr Gamescom gab es auch keine Buchstaben. Wir werden sehen. Auf jeden Fall brauche ich mal wieder ein paar neue Buchstaben. Und nicht legendäre Raids 118. Die meisten durch die Trigger-Versuche. Und ansonsten so Flunkiefer oder so. Nehme ich immer gerne mit. Aber dass die mal 1000 wird. Solange es legendäre gibt, besteht die Chance, dass die irgendwie steigt. Überhaupt nicht. Also sehr gering. Also Respekt an alle, die die Medaille bald voll haben. Dann natürlich legendäre 600. Wie gesagt, also alle Konkurrenten von mir, die haben bei weitem mehr Raids. Dementsprechend sind das eigentlich gar keine Konkurrenten, sondern nur welche, die viel mehr reingecashed haben. Ein Raid bringt 20.000. Könnt ihr euch vorstellen, jemand, der 1000 hat, 400 Raids mehr als ich, wie viele EP er dadurch gemacht hat. Wenn das nicht während eines Doppel-EP-Events ist, weil dann bringen die 40.000. Raids zu krass. Und was ist das? Ah ja, die neuen Feldforschungen. Da lasse ich es langsam angehen. Schmeiß die meisten weg, versuche nur die zu bekommen, die mich interessieren. Und die halt schnell machbar sind. 1,91. Seit einem Monat oder so sind die draußen. Ja okay, wenn es so weitergeht, brauche ich noch 5 Monate. Also da müsste ich doch schon ein bisschen schneller, ein bisschen mehr reinhauen. Und das war's. Das waren so alle meine Medaillen. Gehen wir nochmal runter zu den EP, das Wichtigste. Alle meine Medaillen, meine Statistik, schon lange nicht mehr gezeigt. Shoutout an Pogo Jimmy, der sich das gewünscht hat. Aber das war's von mir. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Statistik, eure Zahlen. Und ich bin gespannt, was die meisten von euch so haben. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Studios Business.